Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute beginnt mein 3-Tage-Vlog so gesagt, weil ich heute ist Donnerstag, Leute. Also das sollte man vielleicht mal vorher gesagt haben. Und heute geht es für mich auf nach Berlin, weil am Wochenende ist ja die U-Messe in Berlin. Und da nehme ich euch natürlich mit und vlogge da 3 Tage. Natürlich wird das jetzt hier kein Endlos-Vlog. Ich werde jeden Tag mal gucken, wo ich am meisten mitfilmen werde. Aber ich werde auf jeden Fall euch 3 Tage jeden Tag auf dem Laufenden halten und euch mitnehmen. Und ja, wir fahren heute, ist Donnerstag, wir fahren gleich los, gleich 10 Uhr, da wollten wir losfahren, weil heute müssen wir noch alles da aufbauen, weil morgen Freitag beginnt schon gleich der erste Tag um 9 Uhr, man muss bis heute Abend 6 Uhr alles aufgebaut haben. Und ja, deswegen geht es gleich los für uns, für mich und für meine Familie und ich würde nur sagen, bis später. So Leute, wir sind jetzt auf der Messe, also in der Messehalle schon angekommen, wo morgen der Stand stehen wird. Und gerade sieht noch alles sehr, hier wird noch ganz laut gehämmert und alles. Es muss so alles aufgebaut werden. Also ich kann mich mal nicht daraus sehen, wie er jetzt gerade aussieht, aber ja. Aber morgen sieht es alles richtig cool aus. Ich bin schon richtig gespannt, weil wir bauen das dann heute Abend alles auf und es wird richtig cool, Leute. Von der Ju. Ich habe gestern nicht mehr so viel mitgefilmt, außer noch den Stand gezeigt. Und ja, wir gehen jetzt noch schnell frühstücken und dann geht es auch schon los. Wir werden wahrscheinlich mit dem Auto fahren. Wir wollten eigentlich mit dem Zug, mit der S-Bahn fahren. Aber ich dachte mir so, nee, Auto ist cooler. Und Dankeschön für die Klospülung. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt los zum Frühstück und bis später. So Leute, wir sind jetzt am Stand. Hier ist es voll laut. Aber wir, also gleich werden die Schulklassen reingelassen und ich bin mal gespannt, wenn ich gleich alles treffen werde. Und dann Leute, guck da, und hier ist es spannend. Und ja, ich freue mich auf den ersten Tag und ich bin so gespannt, wie das Wochenende so wird. Hallo, hallo, hallo. Jetzt der erste Tag an der Nies vorbei. Warum Nies keinen Bock mehr hatte, mit beiden mitzukommen. Wir haben alle beide nebeneinander. Ja. Und wir gehen fahren jetzt in die Stadt. Erstmal ich freue mich schon vor. Und das ist die. Hi! Wir vloggen gerade wieder alle drei gleichzeitig. Wir haben uns gerade Schuhe ausgesucht. Danke an dich, Oliver, für die Schuhe. Wir gehen jetzt essen. Chrissy und Marie haben auch Schuhe. Und ja, ich habe Marie und ich haben Partnerschuhe, ne? Ja. Ich nicht. Chrissy hat andere Schuhe. Chrissy ist Opfer. Also wenn jemand kommt, ja, wieder die Schuhe. Stimmt, ziehst du die morgen an? Ja, wir ziehen die morgen an. Ja, wir ziehen morgen gleich Schuhe an. Es tut uns leid. Also Haters. Wir haben uns die nicht nachgekauft. Als ob da jetzt jemand hatet. So Leute, wir sind jetzt zurück im Hotelzimmer, haben uns ein bisschen fresh gemacht, weil wir jetzt gleich noch essen gehen. Wir waren nämlich gerade in der Stadt bummeln, ich weiß nicht, ob man da verstehen konnte. Aber wir haben uns Schuhe aussuchen dürfen. Danke nochmal an dich, Oliver, falls ich es noch nicht verstanden habe. Und ja, ich kann euch hier noch was zeigen, das sind... Guten Morgen Leute, wir sind jetzt auch schon der nächste Morgen und wir haben uns schon ready gemacht und wir gehen gleich frühstücken. Ich habe hier meine Bettwäsche gemacht, sehr nice. Ja, sehen ganz okay aus, aber ja, wir gehen jetzt frühstücken und dann geht's dann stark, weil schon der nächste Tag vorne. Hey Leute, wir sind hier gerade im Backstage-Bereich. Hi. Hi, ich bin Rick. Hi. Hi. Und wir chillen jetzt hier ein bisschen und wir gehen gleich wieder ins Stand. Ich bin nicht im Kreis. Okay. Okay. Da hinten ist Marie. Hi.
trust anyone. What? Don't trust. Stay strong. Don't go wrong. Think twice. I take it slow. I am low. It's the way of your life. Fight for your day, for your faith, and shout. Wir waren jetzt essen im Backstage-Bereich und jetzt gehen wir zurück zum Stand und ja, wir sehen euch gleich alle wieder. Meine Zöpfe sind immer noch gut im Hals. Wir haben jetzt unsere zweite Meet-and-Greet-Stunde am Stand gehabt und jetzt haben wir gleich Meet-and-Greet, aber wir machen vorher noch eine kleine Pause. Und jetzt haben wir noch eine Pause? Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Meet-and-Greet. Ah ja, cool. Und wir haben ein paar T-Shirts mit, ein bisschen Zeit und dann geht die Meet-and-Greet-Stunde. Die Meet-and-Greet-Stunde gleich los. Ja. Wir freuen uns auf euch. Mama, was? Ich weiß doch nicht, wo der ist. So, Leute, der zweite Tag von der Jugendmesse. Mama! Marie, ich weiß auch nicht, wo der ist. Okay. Ja, und ich hab ihn nicht. Wir gehen jetzt noch mal kurz ins Hotel und dann gehen wir wieder essen bei diesem Italiener da. Und gucken Fußball. Ja. Und hoffen, dass Deutschland gewinnt. Meine Deutschland wird gewinnen. Ich glaube daran. Ja, ich hoffe. Wir haben jetzt bestimmt 20 Minuten auf unser Taxi gewartet. Naja. Also gefühlt, es war kalt. Jetzt sitzen wir im Taxi. Hi. Man sieht uns nicht. Ja, voll. Ich stück ein bisschen die Ja. Du sagst Schätze. So, Leute, wir haben gerade Essen und dabei gucken wir uns das mal. Heute ist auch schon der letzte und dritte Tag von der U in Berlin. Wir waren gestern Abend noch essen, wie man sehen konnte, und haben das Fußballspiel alles zusammengeschaut. Und ich habe mir jetzt noch Locken gemacht und das ist mein letztes Outfit für heute. Und ja, mal gucken, wer heute noch so kommt. Heute sind ja nochmal ganz andere als gestern, glaube ich, da. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag und auf euch. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns später. Wir gehen jetzt noch frühstücken und dann fahren wir auch schon mit dem Auto dahin und dann fahren wir auch heute Abend wieder nach Hause. Ja, ich würde nur sagen, bis später. Tschüss. Ich schneide gerade den Vlog von der U. Ich weiß, es ist jetzt schon 10 Tage später, als das Event war.
Okay. Und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für alle, die am Wochenende da waren bei der U. Und es hat mich wirklich gefreut, so viele zu sehen. Wie ihr seht, habe ich am Sonntag nicht mehr so viel mitgefilmt vom Tag, weil es eigentlich jeden Tag das Gleiche war. Und ich wollte noch eine Schlussszene drehen, damit der Vlog jetzt nicht einfach so Focus on Fleek hier so scheiße endet. Und deswegen danke nochmal für das tolle Wochenende und ich freue mich schon dieses Wochenende, wenn ihr das Video seht, ist die Junflu und ich werde bestimmt wieder vloggen. Und deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss, love you.